Eigentlich ist es auch voll böse, die zu töten. Eigentlich ist es eine böse Tat, ne? Muss man ja mal so festhalten, weil... Tiere töten? Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Ja, ich weiß, dass ich das kann. Aber ich hab da keinen Bock drauf. Habt ihr noch mehr von ihnen? Gut, wieder. Da draußen gibt es immer noch mehr. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich will jetzt auch mal irgendwann weitermachen. Ich will jetzt Magie lehren. Lernen, nicht lehren. Lehren tun wir nichts. Wisper echt gezeigt. Solltet ihr nicht eure Willenskraft trainieren? Sollte ich, werde ich auch. Hallo, Herr Gildenmeister. Nur noch Jetzt lernt ihr etwas über die Willenskraft. Wir beginnen damit, diese Strohattrappen mit Blitzen anzugreifen. Gut, mal sehen, wie gut ihr das beherrscht. Mal gucken, wo ich das hab. Zieht und haltet Umschalttaste links, um eure Willenskräfte aufzurufen. Verfügbare Kräfte sind unten rechts in der Anzeige zu sehen. So könnt ihr auf eure Kraft zugreifen, indem ihr die Umschalttaste links Taste drückt, um die Blitzkraft zu verwenden. Drückt ihr die linke Maustaste, Taste? Achso, das war's schon. Ja. Hä? Warte mal. Oh, wo habe ich das denn schon wieder liegen? Ich bin echt. Also, das geht mir. Ach. Da. Wo ist Zauber? Zaubermodus aktivieren. B. Warum auf B? Genau. Mal sehen, wie viele ihr in einer halben Minute trefft. Greift nur Attrappen an, die mit dem Gesicht zur Mitte der Insel stehen. Trefft ihr sie in den Rücken, bekommt ihr keine Punkte und verschwendet nur kostbares Mana. Mana. Der Einsatz eurer Willen Mana. Verbraucht Mana, und es dauert, bis es wieder aufgefüllt ist. Ja, wie war denn das jetzt? Ach so. So. Magie sehr gut eingesetzt. Gut gemacht. Möchtet ihr fortfahren oder das Willenskrafttraining wiederholen? Weiter. Sehr gut, Junge. Ihr habt die drei Heldendisziplinen gelernt. Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt zu eurem letzten Test kommen. Oder aber ihr erkundet die Gilde noch etwas mehr. Ich glaube, Whisper geht gerade in den Gildenwald, falls ihr sie begleiten wollt. Ja, das ist eine gute Sache. Möchtet ihr mit der nächsten Stufe eures Trainings fortfahren und erwachsen werden oder wollt ihr zuerst mit Whisper spielen? Ich spiele jetzt. Na gut. Ich bin im Kartenraum, wenn ihr bereit seid, weiterzumachen. Das ist suspekt. Redet, aber bewegt seinen Mund nicht. Naja, gut. Dann wollen wir mal in den Wald. Guck mal, da rennt die Alte los. Das Whisper echt gezeigt. Mhm. Hab ich. So, Whisper, was ist denn los hier? Was ist los? Okay, wir gehen in den Gildenwald, aber ohne sie. Ah, jetzt ist sie doch dabei. Es ist ganz dort oben auf dem. Wartet. Räuber. Habt ihr das gehört? Es kam von da drüben. Räuber, wenn wir doch nur über diesen Bach kämen. Warum benutzt ihr nicht euren Bogen oder den Blitzzauber, den euch der Gildenmeister beigebracht hat? Ich heile eure Verletzungen. So, warte. Haha. Haha.
So, jetzt. Einer noch. Geschafft! Die haben vielleicht dumm aus der Wäsche geschaut. Wenn das der Gildenmeister erfährt. Ich weiß ja nicht, ob ihn das so wirklich interessieren wird. Ach, da kann man gar nicht rübergehen. Ja, warte mal. Wie sammelt man die denn nochmal ein? Warte mal ganz kurz, das stand. Ich muss hier immer nachgucken, wie ich was gemacht habe. Umschalttaste links. Ach so. Toll. Geht gar nicht. Die kann hier gar nicht rüberkommen. Ja gut, dann haben wir das auch geschafft. Haben wir ein paar Banditen die Flucht geschlagen. Das ist ja auch mal schön. So. Immer noch in der Heroes Guild. Aber jetzt kommen wir langsam ans Eingemachte. Ich glaube, jetzt kommt gleich schon die Endprüfung. Kann das sein? Ich weiß das nicht mehr. Sie geht wieder zurück dahin und da ist der Gildenmeister. Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen. Ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich will jetzt weitermachen. Möchtet ihr eure Jugend hinter euch lassen und mit dem letzten Training beginnen? Ich weiß nicht, warum ich so rede, aber das hört sich ganz schrecklich an. Der Junge erlernte die Fertigkeiten schnell, aber immer gab es noch mehr zu lernen. Jahrelang war die Gilde sein Heim, seine Schule und sein Leben. Doch während der ganzen Zeit dachte er immer wieder an die Welt dort draußen. An das Leben, das er verlor, an die Familie, die ihm entrissen worden war. Schließlich blieb nur noch der letzte Tag der Prüfungen. Ein Erfolg wäre das Ende seiner Ausbildung. Er bekäme das Gildensiegel und wäre frei, sein eigenes Schicksal zu schmieden. Er würde ein Held sein. Bevor ihr den Abschluss macht, müsst ihr eine letzte Prüfung absolvieren. Mhm. Geht in den Gildenwald und zum Baumstamm auf der Hügelkuppe. Dort wird euch die Prüfung enthüllt. Okay. Viel Glück. Danke. Ja, bin ich mal gespannt, was unsere Endprüfung ist. Ewigkeiten nämlich nicht mehr gemacht. Ja, so geht es los hier. Wie alt sind wir eigentlich? Das kann man nämlich auch nachgucken. Das finde ich nämlich auch so cool. Tagebuch. Im Tagebuch steht nämlich nicht das. Okay. Nee, Tagebuch wollte ich doch. Interaktion. Nein. Moral. Nee, ich will ja wissen, was, wie, wo. Werte. Werte, glaube ich, war es, oder? Nein. Ach doch, hier. Körperbau 0000. Und hier, glaube ich. Klasse unbekannter Lehrling. Da, Erfahrung. Aber irgendwo stand doch auch das Alter, oder war das hier oben? Hühnerschreck. Irgendwo stand das Alter auf jeden Fall, zumindest in dem regulären Spiel damals. Hier aber auch nicht, ne? Nö. Okay, bist du sicher, dass das nirgendwo stand? Oder sind wir einfach nur doof? Bin ich doof? Weiß ich nicht. Theresas Geburt. Da sind die Quests. Da ist unsere Moral.
Attribute. Fixieren, Nahkampf, nee. Da steht das auch nicht bei. Irgendwo stand das auf jeden Fall bei, das weiß ich. Warte mal. Ah, da, jetzt. Alter 18, Gewicht schlank. Eine Stunde, 7 Minuten und 16 Sekunden, vergangene Spieltage, einer. Stimmt ja gar nicht. Mindestens ein Jahr sind wir schon hier zu Gange, also zumindest im Spiel. So, dann geht es jetzt los. Ab in den Gildenwald, ab zur Prüfung. Ab, unser Schicksal zu schmieden. Hallo, Mace. Ich frag dich, wie du die letzte Prüfung bestehen sollst, stimmt's? Ganz einfach. Du musst anwenden, was du im Training gelernt hast, und mich besiegen. Das Schwert als erstes. Triff mich, wenn du kannst. Ey, warte mal. Ja, das hat ja schon mal gut funktioniert. Na los, kämpf gegen mich. Na los, kämpf gegen... Sehr gut. Jetzt schießt mit dem Bogen auf mich. Okay. Ein guter Treffer. Du wirst immer besser. Kommt schon. Ausgezeichnet. Und zu guter Letzt wirkt Blitz auf mich. Okay. Wie war das noch? Weiß ich nicht mehr. Du bist schnell. Ich bin der Schnellste. Und das war's auch schon. Reicht. Ja, gar nicht übel für einen Neuling. Du wirst Kämpfe ausfechten, die schlimmer sind als dieser. Doch du hast den letzten Test bestanden und bist bereit, vom Gildenmeister das Gildensiegel zu bekommen. Und Held, wir sind jetzt ein Held. Wir haben es geschafft. Super. Ja, das ist ja schon mal gut gelaufen. Das war super. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter gekommen. Wenn die Haustür eines Dorfbewohners geschlossen ist, möchte er euch wahrscheinlich nicht im Haus haben. Das ist der große Tag, Junge. Der große Tag. Ich erinnere mich an den Abend, als ihr zu uns kamt. Ja, der ist auch schon ziemlich lange her. Maces Vertrauen in euch hat sich gelohnt. Folgt mir jetzt. Die Abschlusszeremonie findet in der Schicksalskammer statt, dem ältesten Bereich der Gilde. Nacktheit ist in Albion nicht illegal, aber man... Lasst die Lehrlinge vor. Danke fürs Lesen. Ah, Whisper hat's auch geschafft. Ihr habt hart daran gearbeitet, euch den Titel Held zu verdienen. Heute endet eure Ausbildung und ihr werdet in die Welt entlassen, um große Taten zu vollbringen. Taten, die euch den Dank Tausender einbringen werden. Oder sie mit Furcht erfüllen. Dies sind böse Zeiten. Die Schatten von Albion wachen auf und seltsame Dinge geschehen. Eure Entscheidungen, ob in guter oder böser Absicht, werden den Lauf der Welt verändern. Nehmt jetzt eure Gildensiegel und zieht hinaus als Helden. Als Helden. Ja. Jetzt geht's erst richtig los. Wir haben jetzt, das ist jetzt das Vorgeplänkel gewesen. Jetzt geht's erst richtig los in dem ganzen Spiel. Zeit, uns zu verlassen, Jungchen. Aber ihr seid immer noch ein fester Teil der Gilde. Auf dem Kartentisch findet ihr Informationen zu allen Quests, die die Leute von Albion von Helden ausgeführt haben möchten. Kommt regelmäßig her, um all eure Erfahrung in neue Fertigkeiten umzuwandeln. Nur wenn ihr das regelmäßig tut, kommt ihr als Held voran. Tretet ins Licht.
dann zeige ich euch, wie es geht. Ach, da hinten das, genau. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Wir werden uns äußerlich auch mal ein bisschen verändern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon so der Fall ist. Jetzt zum Beispiel bei Körperbau, man sieht hier schon auf dem Bild, wird auch so ein kleinen, schmächtigen Kerl auf einmal so ein Anabolika-Typ. Ich nehme jetzt mal Körperbau, weil das uns ein bisschen weiterbringt. Und, kann man uns noch was holen? Nee, ne? Dann gibt es jetzt hier die drei, einmal Stärke, Fähigkeit und Willenskraft. Bei Willenskraft kommen dann diese ganzen Zauber zu Geltung und bei Fähigkeit halt Tempo und sowas halt. Alles, was so Geschicklichkeit, eben betrifft. Und Körperbau halt eben Gesundheit, Zähigkeit, Körperbau. Hier Gesundheit macht halt unsere Energieleiste größer, unsere Gesundheitsleiste Zähigkeit. Wir kriegen halt ein bisschen mehr Rüstung. Ne? Auch ohne Rüstung ist halt für später ganz gut. Bei Fähigkeit haben wir dann hier einmal Tempo, Zielgenauigkeit. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch noch was gibt. Ach ja, Tempo. Tempo ist halt dann, wie schnell wir angreifen. Zielgenauigkeit ist halt, wie gut wir halt zielen und ob wir überhaupt treffen. List ist dann, wie gut wir schleichen können, ob man uns dann auch hört, wenn wir in einem Haus einbrechen oder sowas, was wir natürlich nicht tun werden, weil wir ja liebe Menschen sind. Und bei den Zaubern haben wir eine Reihe von Zaubern: Anzünden, Feuerball, Schlachtangriff, Mehrfachschlag, Blitz und so weiter und so fort. Das wird uns später auch noch begleiten. Aber jetzt haben wir erstmal Ich so. Kann euch nicht mehr viel lehren. Jetzt geht's erstmal los. Aber ich werde immer für euch da sein, solltet ihr Rat benötigen. Mhm. Und mit Hilfe eures Gildensiegels können wir jederzeit miteinander sprechen. Ihr werdet merken, dass es blinkt, wenn ihr genug Erfahrung zum Ausgeben habt. Ja. Ich habe euch die Grundlagen gezeigt. Das sollte für eine Weile genug sein. Ja, du wirst uns noch richtig auf den Sack gehen. Eine ganze Welt auf Erkundung. Juhu, Wiederbelebungsvideo, Lampe, Gesundheitstrank. Ja, das ist ja schon mal ordentlich was. Um einen Quest anzunehmen, interagiert ihr mit dem Kartentisch, indem ihr Tabulator drückt. Kernstory-Quests sind mit dem goldenen Symbol markiert. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja gut, ich würde aber mal sagen, bevor es jetzt weitergeht, mache ich jetzt einfach mal hier einen kleinen Cut. Wir haben jetzt ganz schön viel schon geschafft. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich speichere mal ganz kurz. Achso, automatisch speichern. Hier mache ich aber mal einen richtigen Speicherstand. So, das habe ich mal eben schnell gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Fable. Ich nenne es einfach nur Fable, weil es ist für mich auch einfach nur Fable. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, here you are. It's been a long wait. I am Nugget. You can't stay lucky forever, farm boy. My legs have been dying to meet you. Your path is alone now. All our paths are. There are unnatural things out there. It's your blood next. Then I will make this world burn.